Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Was ich euch jetzt zeigen wollte, zwar habe ich hier einen Smart 451, Baujahr 2013, und da viele von euch wissen gar nicht, wie man vorne die Haube aufmacht. Und zwar, da sieht man hier links und rechts so zwei Riegel. Die müsst ihr einfach drücken hier. Ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, auf jeden Fall diesen Clip zur Seite. Und dann klappt ihr diese beiden Dinger nach vorne. Aber ich muss mal eben die Kamera aus der Hand legen, sonst geht das nicht. So, und jetzt habe ich die beiden Riegel auf. Die drückt ihr jetzt mit beiden Händen einfach so nach links beide. Und dann könnt ihr schon hier die Haube öffnen. Jetzt zeige ich euch das. Hier habt ihr so kleine Einrastdinger. Da, da packt ihr die Haken einfach so rein und dann könnt ihr hier Scheinwischwasser nachfüllen. Also hier. Das ist Kühlwasser und hier ist Bremsflüssigkeit, und ja, wenn ihr die Lampe wechseln wollt, die Glühbirnen, einfach hier hinten den Gummideckel abziehen und dann Stecker raus, und dann könnt ihr auch die Glühbirne rausziehen. Ja, das war's schon. Wenn das Video euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, ist kostenlos.